Okay, Zelt. Check. Schlafsäcke. Check. Klopapier. Check. Kidneybohnen. Auch check. Kondome. Was? Wozu? Ich meine, was hast du vor? Safer Sex. Hallo? Ich wusste nicht, dass du so große Stücke auf die Worte vom Papst hältst. Von wem? Ich meine, wen willst du da mitten in der Pampa flachlegen? Naja, man weiß ja nie. Feuerholz? Check. Gut, okay. Ich glaube, wir sollten alles haben. Torben, wir können gleich los. Ey, ich kann nicht mitkommen, Mann. Ich hab einen Job. Aber du kannst nicht hierbleiben alleine. Er kann nicht hierbleiben alleine. Was? Wieso nicht? Ich meine, was soll schon großartig passieren? Oh Gott! Oh Mann! Seht euch nur mein Werk an! Ich habe Feuer gemacht! Naja, weißt du, ich war auch nicht untätig. Willkommen im Dance-In. Wieso Dance-In? Das ist immer noch mein Zelt, ja? Wenn überhaupt... Entschuldigung, wir wollten ja nicht streiten. Wie wär's mit Dars-In oder Lands-In, hä? Ja, damit kann ich leben. Hey, sollen wir ein paar coole Lagerfeuerbierchen trinken? Hä? Zu den Kidneybohnen? So wie diese echten Kerle aus diesen Filmen, wo die das auch immer machen. Oh ja, das klingt echt männlich. Oh, und dazu erzählen wir uns Gruselgeschichten. Oh, ich kenne da eine, die ist übelst mega pervers gruselig. Übelst mega pervers, hä? Oh ja. Übelst mega pervers und wenn ich hinzufügen darf, krass. Das war nämlich ein ganz schönes Gemörti, als ich das damals der Kindergartengruppe erzählt habe, als ich meine Sozialstunden im Kindergarten ableisten musste, nachdem ich mit meinem Eiswagen in den Kindergarten gedonnert bin. Dann muss hier echt der Hammer sein. Ha? Oh ja. Also, es war einmal der kleine Timmy, der... Und das Letzte, was der kleine Jimmy hörte, war der fleischige Beinstummel, der immer wieder dumpf auf den Falkboden aufkommt. Dumpf. 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 Oh mein Gott, hörst du das? Ja! Der Mörder mit dem Holzbein oder Holzbein! Ah! Ey, ich hab kein WLAN, Mann. Ach Tom, hey, wo, was? Was machst du denn hier? Ich wollte zu dem Getränkemarkt, der auf Kunden wie mich angewiesen ist und minderjährigen Bier verkauft. Leider hatte der geschlossen. Da ihr spaßig nicht da wart und mich irgendwo hinbringen konntet, geschweige denn irgendwas besorgen konntet, bin ich jetzt hier. Ja, schon gut, Spaß dir. Ist alles klar in meiner Wohnung? Ja, klar. Hey, hier ein Bier. Ja, ich bin dann mal wieder weg, die Alte aus der Oberstufe knallen. Okay, bis dann. Ja. Was? Du kannst ihn doch nicht einfach alleine gehen lassen. Ich meine, es ist dunkel und gefährlich. Ja, aber er kann nicht hierbleiben. Ich meine, er wollte nicht mit und deswegen habe ich nur das kleine Zelt mitgenommen und da hast du jetzt nicht genug Platz. Außerdem ist deine Hälfte schon mit den ganzen Nachos belegt, die ich mitgenommen habe. Ja, dann pennt er halt draußen auf der Isomatte. Ich meine, es ist immer noch besser, als wenn er jetzt alleine durch die Finsternis irrt. Ja, so wird's gehen. Was soll das mal? Oh, sorry, das war dein Bein. Wessen Bein soll das sonst sein? Ja, ist ja gut. Psst, Lars schläft. Lars, du kannst ruhig weiter schlafen. Ich muss nur kurz pinkeln. Hast du gehört, Lars? Du kannst ruhig weiter schlafen. Ich muss nur pinkeln. Lars? Lars? Ach, halt die Fresse, du Lappenmann. Oh Gott, Torben, Lars, er ist weg. Er lag genau hier, wo ich jetzt stehe, lag er. Vielleicht ist er nur einen Kaffee trinken oder so. Ja,
oder er wurde entführt. Entführt? Von grünen Männchen oder was? Ja, wie in diesem Film, wo sie den Menschen Spermaproben entnehmen und ihre Hoden frittieren. Wie auch immer, weck mich nicht, bevor die Sonne aufgeht. Merkwürdige Dinge gehen hier vor, nicht wahr? Wer spricht da? Mein Auftrag ist es, mit meinem Raumschiff die Erde zu beschützen. Mein Name ist Quinn. Captain Quinn. Captain Quinn? Yep. Captain der USS Qborn. Wow. Was? Mein Auftrag ist es, die Invasion der Aliens aufzuhalten, die echt schreckliche Dinge vorhaben. Also wirklich kranken Scheiß. Sie wollen die Menschen aus mir unbegreiflichen Gründen in Zombies verwandeln. Zombies? Zombies? Das ist aber ein ganz schönes Demurti. Demurti? Das Wort gibt es doch gar nicht. Doch, doch. Sie wissen schon, wenn man sagt, das ist aber ein ganz schönes Demurti. Ah ja. Was möchtest du, untotes Wesen? Du kannst nichts dafür, unschuldiger Erdenbürger. Da ist er, der Depp, der Dicke, der meine Toiletten demoliert hat. Der labert voll den Müll, Mann, mach ihn kalt. Genau genommen ist er schon. Ach, egal, finde Frieden. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Ich sorge mal für Verstärkung. Oh, scheiße. Oh, was machen wir jetzt? Was fragst du mich, Mann? Ich bin erst 14 und häng noch an der Flasche. Und was ist mit Lars? Der ist tot, Mann. Hast du eben den Zombie gesehen? Heute stirbt niemand. Gut, bis auf Zombies, die uns kalt machen wollen und uns selbst in welche verwandeln wollen. Aber abgesehen davon... Captain Quinn! Captain Quinn, bitte komm! Captain Quinn! Captain Quinn, bitte komm! Ja, Fred, ich höre dich klar und deutlich. Sieht nicht gut aus für die Erde. Die sind übel drauf und wird ziemlich angepisst. Du hättest besser nicht ihren Schwesterplaneten gesprengt. Hey, das passiert im Besten und es war ein Missverständnis. Ja, und jetzt wollen die den Planeten schrotten, der mal deine Heimat war. Ja. Erzähl mir was Neues. Haben die irgendwie Bodentruppen abgesetzt oder so eine Scheiße? Nein, aber alle Menschen, die sich in Zombies verwandelt haben, greifen jetzt die übrigen an. Damit löschen sich die Menschen gegenseitig aus. Ich schicke euch Chen oder Hara runter. Okay, supi. Wir teilen später nochmal. Okay. Ja, wieder eine dieser seelenlosen Kreaturen. Fahr zur Hölle. Hey, das ist unsere Rettung. Na, wer hat Bock auf Pizza? Ein Italiener mit Schnurrbart und Pizza. Das ist echt wie im billigen Horrorfilm. Ah, scusi. Hui, das war knapp, hä? Captain Quinn, mein Name. Hey, was geht hier vor? Ich bin aus Pizza-Pizza-Pasta, in dem ich arbeite, geflohen. Alle Menschen sind geworden verrückt. Nur, dass es keine Menschen mehr sind. Es sind nämlich Zombies. Seelenlose Kreaturen. Zombies? Ja, lange Geschichte. Ja, das sind nämlich die Aliens schuld. Die wollen unseren Planeten in einen Zombie-Planeten verwandeln. Ja, das in etwa ist die Erklärung. Ja. Entschuldigt die Verspätung. Es hat ein bisschen länger gedauert. Wir sollten verschwinden! Da pflichte ich dem Italiener bei. Oh, los, los, los! Okay, hier sollten wir fürs Erste sicher sein. Was? Die Zombies haben Laserwaffen? Ey, verdammt, die Dinger sind so eine Plage. Ja, einer von den Viechern wollte mich vergewaltigen, Mann. Es wollte sich mit mir paaren, kein Scheiß. Name und Range, Fremdlinge. Seid ihr für den Scheißdreck da draußen verantwortlich? Also, wir zwei jetzt speziell nicht. Aber, wir sind, sag schon... Abtrünnige, oder wie ja, das heißt? Ja, genau, Abtrünnige heißt es. Wir sind drei Abtrünnige, also wir zwei und dann John, der fehlt noch, der John ist gerade irgendwo verschollen oder so. John?
ist uns auch verdammt peinlich. Aber unsere Rasse dreht zurzeit am Rad. Muss wohl an dem Machtwechsel liegen oder so. Captain, ich denke, wir können Ihnen trauen. Hat John eigentlich noch meinen Werkzeugkoffer? Ja, Machtwechsel. Aber wie mir scheint, seid ihr in Ordnung. Jetzt müssen wir nur noch, wie sagt ihr nochmal, aus diesem Demert hier entkommen. Quack, quack, quack. Das bin ich. Sorry. Hey, hörst du mich? Hier sind wieder Verhandlungen nötig. Verhandlungen, ha? Ja, Bob, Captain der Green Raider will mit dir sprechen. Irgendwas wegen einem Ultimatum oder so. Ha. Okay, beam mich hoch. Für euch, ich bin mal eben auf der Q-Born. Ich regel das von da aus. Vielleicht kann ich was erreichen. Bye. Oh Gott, wir sind sowas von im Arsch. Ich meine, Lars ist weg und John ist verschollen und Captain Quinn ist jetzt auch weg. Und jeden Moment werden wir von diesen Zombies in Stücke gerissen oder selbst in welche verwandelt. Und wieso beamen die uns nicht... Oh, du willst mir sagen, dass alles wieder gut wird? Nein, du hast recht, wir sind im Arsch. Ich wollte dir nur eine klatschen. Ich schätze, wir sollten weiter. Die Zombies scheinen uns gerade zu ignorieren. Ich gehe da nicht durch. Ich bleibe hier. Hey. Ich verspreche dir, dass ich dich beschützen werde. Oh mein Gott, wie schwul war das denn jetzt? Hey Leute, los, kommt! Lass mich mal vorgehen, ich habe hier endlich geile Waffe am Start. Hey, spiel jetzt ja nicht wieder den Helden. Was? Ich habe nur gesagt, dass ich endlich geile Waffe am Start habe. Und kampferprobt sind wir ja eigentlich auch. Hör mal, wir zocken Ego-Shooter. Ja, sag ich doch. Zockt hier sonst noch jemand Ego-Shooter? Ich zock Ego-Shooter. Sean? Ja? Bob ist bereits in der Leitung. Auf den Schirm. Source, zweimal klicken und Enter. Source, zweimal klicken. Gib mal her. Also, Source, zweimal klicken und Enter. Und einfach. Ah! Ah, wie ich sehe, haben Sie es auch mal geschafft, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Was soll ich sagen, Bob? Ich habe einfach sehr viel zu tun. Ah ja, viel zu tun. Planet in die Luft jagen! Hey. Das war nicht extra, klar. Und ich bin da auch nicht unbedingt stolz drauf. Aber was soll ich sagen? Schwamm drüber! Ha? Schwamm drüber? Sie und Ihre Rasse werden dafür bezahlen! Viele meiner Leute sind ums Leben gekommen und Sie haben nichts anderes dazu zu sagen, außer Schwamm drüber! Ja? Wäre Ihr Schiff auf Ihrer Seite der Grenze geblieben und hättet Ihr eure Waffen und eure Schutzschilder deaktiviert gehabt und hätte ich nicht diese Note vergewaltigt, dann... Ihr Menschen und eure Ausreden! Der Planet Erde wird Geschichte sein! Genauso wie Green Bee. Ende. Bob. Bob. Bob! Schau nicht, ja. Ich schätze, die machen die platt. Diese verdammten sturen Grenären. Sie haben Ihren schwersten Planeten Green Bee auf dem Gewissen. Ja, doch. Übrigens, ihr hängt da alle mit drin. Allesamt. Das Blut klebt auch an euren Händen, wie an meine. Ihr seid Mittäter, seid ihr. Mittäter. Okay, wir brauchen einen Plan. Wir müssen irgendwie Bob stürzen. Alle Grenären müssen ihn kacke finden. Ja, Sean, wie willst du das machen? Wir haben keine Zeit mehr. Ja gut, dann sprengen wir die Green Raider in die Luft. Würde das nicht einen Krieg anzetteln? Ja, aber ich meine, wir müssen ja auch irgendwie die Erde beschützen. Unser Auftrag ist es auch unter anderem, die Erde zu beschützen. Ah? So. Sean, wir bekommen wieder was rein. Bekommen wir es irgendwie auf den Schirm? Ja, Sekunde, ich... Source, zweimal klicken und Enter. Hey Leute, ich glaub nicht, was ich geschafft hab. Erstmal zum Anfang, ich bin John, ein Kumpel von Bill und Greg. Ich hab mich auf den Green Raider geschlichen und habe den Strahl gefunden. Scheiß, dieser Strahl verwandelt keine scheiß Menschen und scheiß Zombies. Gut, jedenfalls habe ich gehört, dass Captain Quinn höchstpersönlich an dem Schiff ist. Ich hab keine Gegenübertragung, das heißt, ich kann ihn nicht sehen, aber er ist ein cooler Typ. Hallo. Schöne Grüße, Captain Quinn.
Also, finde ich ebenfalls ziemlich cooler Zug von Captain Quinn, dass er Lehrer will. Ich mag gerne. Ja. Gut, ich bin raus. Bitte, wer bezahlt denn jetzt die Kiste? Oh Gott, da sind die Jungs von Mankind's Dead. Oh. Ja. Sieht gut aus. Die erste Welle haben wir überstanden. Oh, passt gut. Ich muss schon die ganze Zeit pissen. Bis gleich. Das bedeutet, wir springen die Green Raider nicht in die Luft? Nein, John hat alles geregelt. Alles in Butter, Sean. Ich müsste nur den Arm heben und den Befehl geben. Sean! Voll. Sean, wir wollen keinen Krieg. Ja, aber dann werden unsere Probleme passé. Gut, ja, ist cool. Feuer. Schon. Ah. Puh. Ah. Hallo? Wer ist Lars, bist du's? Oh, du siehst aber gar nicht gut aus. Du siehst aus wie einer von diesen... Zombies, richtig. Ich mache ihn kalt, aus dem Weg. Nein, halt, das ist mein bester Freund. Nein, ist er nicht. Der gehört jetzt auch zu diesen gottverdammten Kreaturen. Vorübergehend die beste Lösung, nicht wahr? Ganz ehrlich, ich hätte ihn kalt gemacht. Sean, von Schön hörte ich gerade, dass die Zombies immer noch aktiv sind. Das heißt, deine Sprengaktion hat überhaupt nichts gebracht. Ha. Also ist der Fluch nicht gebrochen? Nein. Kommen wir denn klar da unten? O'Hara meinte, es läuft. Die stellen ihre Phaser auf volle Kraft, nur um Lars sieht es nicht gut aus. Ist doch super. Ich meine, es sind Zeiten, in denen man Opfer bringen muss. Captain, wir bekommen noch eine Übertragung rein. Es ist Prinzessin Lila. Oh, scheiße, die Alte hat mir gerade noch gefehlt. Einen wunderschönen guten Abend, Prinzessin Lila. Sparen Sie sich Ihre Floskeln, Captain. Da hat wohl jemand seine Torge. Ich kann Sie hören, Sie Idiot. Sie haben gerade mit Ihrer kleinen One-Man-Show dafür gesorgt, dass ein gewaltiger Krieg zwischen der Allianz und den Green Airn ausgebrochen ist. Ich vermisse da irgendwo ein Dankeschön. Immerhin habe ich einen ganzen Planeten gerettet. Nein, das haben Sie nicht. Sie haben das einzige Schiff zerstört, deren Besatzung in der Lage gewesen wäre, die Zombies wieder in Menschen zu verwandeln. Wären Sie diplomatisch vorgegangen, dann stünden wir jetzt nicht vor dieser Bedrohung. Herrgott, typisch Mann. Erst schießen, dann Fragen stellen. Sie werden suspendiert, verstehen Sie? Suspendiert! Ich kann Sie gerade ganz schlecht verstehen. Oh, ich glaube, wir fliegen auch gerade durch den Tunnel. Mal im Ernst, die Alte hat doch einen Schaden, oder? Was steht als nächstes auf dem Programm? Burgerkrieg auf Endor. Ich liebe diese kleinen Pelzviecher. Die sind ganz flauschig. Ich würde sagen, wir schlachten sie ab und stopfen sie aus. Mit Kirk-Geschwindigkeit nach Endor. Aye, aye, Captain. Eintrag für das Logbuch der USQ Bourne. Hier spricht Captain Sean Quinn. Offenbar befinden wir uns in einer Zeit, in der wir Opfer bringen müssen. Es musste leider wieder viel Blut vergossen werden. Aber es war unabdingbar. Zum Schutz der Erde. Auf bessere Zeiten. Friedlichere Zeiten. Quinn Ende. Okay, du kannst jetzt auf Stopp drücken. Denn das ist nicht Stopp. Das ist nochmal Record. Es bringt nichts, wenn man nochmal auf Record drückt. Du musst auf Stopp drücken. Nein, das ist nochmal Play. Oh, das, da wäre es aber auf die Erase-Taste. Okay, gib's mir noch. Oh Mann, ist doch nochmal alles gut gegangen, hä? Du bist schwul, Mann. Mm-mm.
Leute! Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Weltuntergangs-News oder so. Was auch immer, in der Nacht zu Halloween sind fast alle Menschen in grausame Zombies verwandelt worden. Zumindest wurde ein Heilmittel gefunden, was uns alle wieder ins Leben bringt, zumindest die, die davon betroffen waren. Natürlich dumm gelaufen, hätte ich ja gar nicht hoffen. Egal! Also, meine Lieben, das Heilmittel ist in jeder guten Nuss-Nougat-Creme drin und nennt sich RBP 130. Letzt bedeutet das so viel wie Affenbaby-Penis. Aber hey, es ist unverzichtbar und muss da rein. Und eine wunderbare Sache, es ist im Fast Ring Supermarkt erhältlich. Ach, scheiße, wir schon wieder. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Happy Halloween, Leute.